21:26 gewinnt der HC Erlangen hier das Pokalspiel in der zweiten Runde gegen die SG Flensburg-Handewitt. Und bei mir stehen die zwei Nordlichter des HC Erlangen, wenn man das so sagen kann. Flamme, zwar nicht dein Ex-Club, aber wie hat sich das heute angefühlt? Naja, nicht mein Ex-Club, aber da ich ja so gut wie Kieler bin, ist das schon eine geile Sache, jetzt gegen Flensburg eigentlich mal zu gewinnen. Und ich glaube, Flensburg, kann man sagen, ist das so eine Art Lieblingsgegner geworden in den letzten Wochen? Nee, also die haben eine unglaubliche Qualität, aber man sieht natürlich auch, dass da viele wichtige Spieler fehlen und verletzt sind. Und aber trotzdem haben wir heute ein geiles Spiel gemacht und haben uns belohnt. Ein überragendes Spiel, der HC Erlangen zieht in die nächste Pokalrunde ein. Jetzt schauen wir mal, was das Los natürlich ergibt. Simon, für dich natürlich ist immer was Besonderes, gegen den Ex-Club zu spielen, oder? Ja, natürlich. War ja jetzt drittes Mal, dass wir gegeneinander gespielt haben. Und eine Niederlage, ein Unentschieden und heute ein Sieg. So, das war ja natürlich, oder in Flensburg auch verloren. Ja, egal. War trotzdem sehr schön heute. Die Fans hat uns unglaublich viel geholfen. So viel Energie. Und die Stimmung war einfach super. Ich glaube, wir sind alle sehr stolz auf unsere Leistung heute. Vor dem Spiel haben alle geredet über diese komische 22. Minute, die uns in den Spielen vorher immer das Genick gebrochen hat. Heute war 22. Minute 12:12 und der HC zieht zur Halbzeit auf 16:12 davon. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr umgedreht? Ja, ich glaube, also die, genau wie du sagst, die 22 Minuten vor die letzten zwei Spielen sind wir angefangen, ein paar einfache Fehler zu machen. Das haben wir heute nicht gemacht. Und wir haben statt die Flensburger Fehler bestrafen und konnten viele schöne, einfache Gegenstoßtore machen. Und ich glaube, das war auch der Schlüssel heute. Ein sehr diszipliniertes Angriff mit gutem Rücklauf, starker Abwehr und gutem Verlinientor. Das wollen wir auch am nächsten Samstag stehen. Dann das nächste Spiel des HC Erlangen. Wenn ihr noch keine Tickets habt, dann jetzt ran an den Rechner unter hc-erlangen.de. Gibt es natürlich die Tickets gegen den TBV Lemgo-Lippe, amtierender Pokalsieger. Und wir sehen uns dann wieder am kommenden Samstag in der Arena Nürnberger Versicherung. Ich sage herzliches Dankeschön an euch beiden. Ich glaube, feiern darf man unter der Woche sowieso nicht. Und jetzt geht's in die Regeneration. Samstag wieder in der Arena. Ciao.